Die Weltzeituhr auf dem Berliner Alexanderplatz ist von der Klimaschutzgruppe Letzte Generation mit orangener Farbe besprüht worden. Mehrere Mitglieder der Gruppe versprühten die Farbe am Dienstagmorgen gegen 9 Uhr aus 4 Feuerlöschern auf die bekannte Touristenattraktion, die danach fast komplett orange war. Auch die Säule, auf der die Uhr steht, und der Boden unter der Uhr bekamen viel Farbe ab. Zudem kletterten zwei Demonstranten über eine lange Leiter auf die Uhr und postierten sich dort mit einem Transparent, auf dem stand: "Uns läuft die Zeit davon." Dazu teilte die Gruppe mit: "Die Bundesregierung verschwendet kostbare Zeit mit fadenscheinigen Klimaschutzmaßnahmen und verlogenen Lippenbekenntnissen." Die Polizei war im Einsatz und stellte Personalien von 9 Demonstranten fest, wie ein Sprecher sagte. Im Internetkanal der Gruppe auf der Plattform X, früher Twitter, äußerten sich viele Leser spontan sauer. So lauten die Kommentare etwa: "Die Zeit läuft uns davon, bin nur nicht sicher, ob sie jetzt langsamer läuft, weil die Uhr orange ist." "Ihr habt echt einen massiven Dachschaden." Oder: "Ich bin nur erstaunt, wie offen die Regierung diesen Irrsinn duldet." Und: "Warum räumt ihr keine Straßengräben auf oder pflanzt Bäume?"